Mich ärgert ja nur die Ungerechtigkeit. Ja, aber du kennst doch unseren verehrten Chef. Wie komme ich da dazu, weil du einen Blödsinn machst? Entschuldige, du warst doch selber damit einverstanden, dass wir die Geschichte ans Sicherheitsbüro weitergeben. Das weiß ich nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich trage die Verantwortung und mich schreit an, der Herr Oberpolizeirat. Ich hätte womöglich wissen sollen, dass die Frau Selbstmord begangen hat. Und der wüsste, dass ich die Leiche nicht einmal gesehen habe. Ich habe sie auch nicht gesehen. Was? Mir sagt deine Leiche nichts. Hast du von Lebenden zu viel erzählen lassen? Aber die Obergescheiten im Sicherheitsbüro hätten den Mann ja auch nicht gleich einkasteln müssen. Und jetzt schieben sie es auf uns. Gib mir meine Zigaretten, jetzt hast du schon wieder eingesteckt. Was, ich? Natürlich. Immer steckst du sie ein und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich keine. Aber ich doch nicht. Entschuldige. Ja, entschuldige. Du hast das auch immer am Schreibtisch liegen lassen, ne? Das ist ja mein Schreibtisch. Wenn er mich lang ärgert, hau ich den ganzen Krempel hin und gehe vorzeitig in Pension. Also was will er eigentlich, der Herr Oberpolizeirat? Sich aufbuddeln und uns fertig machen. Ne? Wir sollen nicht immer Sensationen wittern und hinter jeder Leiche einen Mord vermuten. Wörtlich hat er gesagt, beschränken Sie sich auf das, was Ihnen zusteht. Funde, Verluste, kleinere Diebstähle, verlaufene Hunde und Unfälle, womöglich nur Unfälle. Marek. Ja? Wo ist denn das? Gernerstraße 315. Wann ist das passiert? Halb sechs, ja, ausgerechnet. Ja, es dauert doch wieder bis in die Nacht hinein. Ja, wir wollen auch einmal nach Hause kommen, ne? Ja, ja, ist ja gut, ich schicke ihn. Faust. Nimm da den Bernd noch mit. Ja. Was ist es denn? Tödlicher Unfall. Wer hat denn die Fotografen bestellt? Das ist Vorschrift, sagt der Hasenauer Geschichte. Die Fotos kommen aufs Sicherheitsbüro. Meistens sind sie sowieso nichts wert. Ja, wozu hat man uns denn dahergejagt, wenn eh das Sicherheitsbüro das macht? Aber ist ja nicht. Nur die Fotos. Und weil es halt Vorschrift ist. Ist ja ein ganz ordinärer Unglücksfall, wie es immer wieder vorkommen. Wer ist denn das? Das ist der Ingenieur vom E-Werk. Der Strahler da, der ist da oben ganz locker aufgehängt gewesen. Die eine Schraube hat überhaupt gefüllt, die zweite war gelockert. Dadurch ist er runtergefallen und genau auf ihn. Das hätte ja noch nicht so böse ausgehen müssen. Das ist ein dreipoliges Gerät, wie es auch Vorschrift ist. Eigentlich hätte es ja einen Kurzschluss geben müssen. Das hat keinen Kurzschluss gegeben. Ja, eben nicht. Das heißt also, dass mit der Erdleitung was nicht funktioniert hat. Die Erdleitung befindet sich da an der Wasserleitung. Er hat die Strommarke an der linken Hand gehabt. Es ist also anzunehmen, dass er sich mit der linken Hand an der Wasserleitung angehalten hat. Ich werde einmal den Erdungsleiter nachmessen. Wenn der nämlich unter Strom ist, dann ist das ja wie eine Falle. Also wie war das? Sie haben heute früh das Haus verlassen. Wann? Um 8:30. Alle beide? Nein, mein Mann ist früher weg. Ich habe erst um 9 Uhr Bürobeginn, er schon um 8:30. Er ist mit dem Wagen gefahren. Hat er nur heute den Wagen benutzt oder immer? Je nachdem, wie spät er dran war. Und heute war er wieder spät dran? Ja, es war beinahe Viertel. Sagen Sie, Frau Glatt, wer von Ihnen hat heute früh als letzter das Badezimmer benutzt? Mein Mann. Immer. Ich bin aufgestanden, bin ins Badezimmer, hab das Frühstück gemacht. Frau Glatt, bitte nehmen Sie sich zusammen, ich bin ja eh gleich durch. Sie sind dann nicht mehr ins Badezimmer? Nein, ich glaube nie. Wenn wir nachschauen, ob das Licht noch brennt oder... Nein, bestimmt nicht. Hat Ihr Mann gelegentlich vergessen, den Strahler abzudrehen? Ja, wenn in der Früh spät dran war, schon ein, zweimal. Um Gottes Willen, hat der Strahler... Ich meine, war der noch angesteckt, wie er nach Hause gekommen ist? Schaut so aus. Leider. Nach all dem, was ich bis jetzt kurz ermittelt habe, muss er heute früh wieder vergessen haben, den Strahler abzudrehen. Entschuldigen, wenn ich störe, ich muss gleich wieder weg. Ingenieur Steurer vom E-Werk. Sind Sie die Witwe von der verunfallten Frau? Ja. Mein Beileid. Danke. Sagen Sie mal, meine Frau, haben Sie in der letzten Zeit einen Installateur im Haus gehabt? Ja, vorigen Winter, den Herrn Wodak. Der hat hier im Haus sein Geschäft. Das war wegen einem Wasserrohrbruch. Das habe ich mir ja gedacht. Den Herrn Wodak, den werden wir uns kaufen. Der ist nämlich schuld an der ganzen Sauerei. Pardon, an dem Unglücksfall. Morgen komme ich mit einem Arbeiter her. Leider werden wir aufstimmen müssen, meine Frau. Dann werden wir sehen, was mit der Erdleitung passiert ist. Ja, das wär's für heute. Außer Sie haben noch was, Herr Inspektor? Momentan nicht. Bitte ist immerhin möglich, dass der Oberinspektor Marek noch einige Auskünfte von Ihnen hat. Ja, ich schicke euch sowieso dann das Protokoll mit einer genauen Zeichnung.
Guten Abend, meine Frau. Habe die Ehre, meine Herren. Auf Wiedersehen. Ja, und das Badezimmer, sollen wir das versiegeln? Ja, wenn es nicht Vorschrift ist, nicht. Ich habe genaue Skizzen gemacht, fotografiert ist auch worden, also... Ja, vielen Dank, Herr Schäfer. Bitte. Guten Abend. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Ja, Frau Glatt, alles Übrige werden wir dann morgen Vormittag protokollarisch festhalten. Ist Ihnen 11 Uhr recht? Natürlich. Gut. Wo sind Sie denn beschäftigt, Frau Glatt? Bei Meinl und Co. Grashoferstraße. Und waren Sie heute den ganzen Tag dort? Ja. Wir haben von 9 bis 17 Uhr Bürozeit, mittags eine halbe Stunde Pause für die Werksküche. Sind Sie zwischendurch einmal weg gewesen, so zum Beispiel am Nachmittag oder so? Ja, zwischen 3 und 4 bei der Versicherung. Bei der Zentralversicherung am Holtweg wegen einer Unterschrift. Na also, ne? Was für eine Unterschrift? Ja. Hallo? Seine Mutter, bitte, ich kann nicht. Ja, wie alt ist die Dame? Ist sie gesund, kann man sie sagen? Sein Vater hat noch einmal geheiratet. Sie ist seine Stiefmutter. Ach so. Hallo, Frau Glatt. Ja, hier Bezirksinspektor Wirz von der Kriminalpolizei. Wir sind durch eine Unfallmeldung hierher. Ja, Ihr Sohn ist leider verunglückt im Badezimmer durch Strom. Ja, leider. Hallo? Hallo, Frau Glatt? Hallo, sind Sie noch da? Jetzt hat's abgehängt. Ja, Franz, geh zu ihr. Ja. Wo wohnt die dann? In Meidling, rein der Weg 90. Rein der Weg 90. Die Autoschlüssel. Hm? Ja, da. Und kommen Sie dann direkt ins Kommissariat, ja? Frau Glatt, diese Stiefmutter, bestand da ein engerer Kontakt? Ja, mit ihm schon. Alle haben ihn so gern gehabt, er war so... so... Ach, Herr Inspektor, das ist alles so schrecklich. Frau Glatt ist nicht zu Hause. Die ist vorhin weg. Weggelaufen ist die. Ist was geschehen? Wieso, was soll denn geschehen sein? Ich weiß nicht. Sie war völlig außer sich. Ich habe sie noch angerufen. Frau Glatt habe ich gerufen, aber ist sie nicht einmal umgeschaut. Ich kümmere mich nie um die Nachbarn. Da kann es zugehen, wie es will. Na, wie ist es denn zugegangen? Es ist ein Unglück geschehen. Der Stiefsohn von der alten Dame ist einem Unglück zum Opfer gefallen. Zum Opfer gefallen? Ist er tot? Ja, bedauerlicherweise. Sie kennen ihn ja sicher. Kannten ihn, um genau zu sein. Ja, natürlich. Sie haben ja da gewohnt, bevor Sie die Wohnung gekriegt haben. Ist ja schrecklich tot, sagen Sie. Ja, Elektrounfall. Haben Sie das vorhin gemeint, dass die hier gewohnt haben, wie Sie gesagt haben, dass es so zugegangen ist? Was haben Sie denn da schon wieder geredet? Das verbitte ich. Mir wäre noch schöner, dass sie was sagen wird, was da im Haus vorgeht, ne? Haben sich die Jungen mit der Alten nicht vertragen? Ja, schon. Sehr sogar. Na, sie auch. Sie ist sogar eine sehr liebe und verträgliche Frau, die junge Frau Glatt. Ja, ein Engel ist die mit ihrem harmlosen Puppengesicht. Frau Löse, jetzt werden Sie gleich was erleben. Also, ja, Moment, Moment. Also, es hat Schwierigkeiten gegeben. Ja, nicht mit der Jungen. Die... Überhaupt, was fragen Sie uns da aus? Kann ich Ihre Legitimation sehen? Ach. Haben Sie schon mal mit der Polizei was zu tun gehabt? Was erlauben Sie sich? Nur weil Sie sich so gut auskennen, aber bitte sehr. Da ist meine Legitimation. Ist ja gar nicht nötig, Herr Inspektor. Wir haben ja gar nichts zu sagen. Ne? Mein Gott, kommt doch in jeder Familie was vor, nicht wahr? Jetzt reden Sie wieder so, Frau Löser. Aber wo Sie können, gehen Sie auf die junge Frau los. Also, immer schon. Wenn es was gegeben hat, dann war nur die Stiefmutter schuld. Und der Herr Glatt Junior sind immer ein Herz und eine Seele gewesen. Besonders, wenn es gegen die junge Frau gegangen ist. Ein Unschuldsengel, die Junge, hab's ja gesagt. Ja, aber so raffiniert wie die Stiefmutter ist sie bestimmt nicht. Und wenn Sie noch ein Wort sagen... Ja, Moment, meine Herrschaften, das ist doch jetzt alles unerheblich. Nur bitte, wenn Sie die Frau Glatt zufällig sehen, wir lassen Sie bitten, einen Sprung bei uns vorbeizukommen. Polizeikommissariat 24. Sag überhaupt nichts mehr und niemanden was. Ja, das wird auch gut sein. Ich habe leider keine Zeit mehr. Wiederschauen. Grüß Gott. Ja, aber... Wenn wir das ungewaschene Maul wetzen. Die Frau mit Dreck bewerfen. Die Neon brutal sein, das kannst du. Ist ja der Weg frei? Kannst du ja zu ihr gehen? Nur zu dir führt kein Weg mehr zurück. Es wird mein schönster Tag, wenn ich dich nicht mehr sehe, das kannst du mir glauben. Statt Dank dafür, dass ich dich damals... Das war kein Unfall. Das war ein Mord. Du bist ja nicht normal. Was war bei dem Unfall? Das übliche Schlamperei, Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit, die macht er ihren Bericht. Auch von dem E-Werkmann bekommst du einen Bericht. Da war so eine Sache mit einem Installateur, es könnte was sein, eine Anzeige. Aber sonst für uns nichts Auffallendes. Familie? Ja, eine Frau. Blutjung. Armes, liebes Frauerl.
Kannst du dir ja vorstellen. Ja, und dann ist noch eine Mutter da, die Stiefmutter von ihm. Die hat gerade angerufen, wie wir dort waren. Ich habe den Bernd nach hingeschickt, sie war so aufgeregt. Die Polizei, dein Freund und Tröster. Also die Kleine, die hat mir direkt erbarmt. Das klingt ja förmlich verliebt. Okay, das könnte doch meine Tochter sein. Ist es aber nicht. Und steck nicht schon wieder meine Zigaretten ein, ja? Ja. Ah, da sind Sie, Herr Inspektor. Ja, was ist denn? Sie waren immer zu Hause. Die ist offenbar nach dem Anruf aus dem Haus gestürzt, wenigstens, hat die Nachbarin so geschildert. Die wird sich schon nichts antun, wegen einem Stiefsohn. Und sie scheint recht gut mit ihm gewesen zu sein, sagt die Nachbarin. Das ist eine, die Nachbarin, eine Giftspritze. Hat sie was Besonderes gesagt? Hausdeutsch. Da ist auch noch ein Untermieter von der Nachbarin in Erscheinung getreten, der ist mir scheint verliebt in die Junge. Das schau her. Die Jungen haben ja seinerzeit bei der Alten gewohnt. Da soll es angeblich auch Streitereien gegeben haben, aber nichts, was uns interessieren könnte. Bitte sehr. Also, meine Herren, jetzt warten wir noch den Bericht von dem E-Werkmann ab und dann schließen wir es ab, oder? Ja, natürlich. Ein Unglücksfall, wie ihn der Herr Oberpolizeirat für uns angemessen hält. Erinnere mich nicht an den. Herr Oberinspektor, da ist eine Frau Klatt. Nein. Sie ist furchtbar aufgeregt. Sie sagt, sie ist die Stiefmutter von dem... Jesus, jetzt ist die auch da. Sie will unbedingt mit einem von den Herren reden. Na, geh raus zu ihr. Was, ich? Okay. Ich hab doch heute schon genug getröstet. Bei den alten Hüllers nicht. Er ist tot. Ein bedauerlicher Unglücksfall, wie Sie meinen. Unglücksfall? Das war kein Unglücksfall. Sie hat ihn umgebracht. Sie, was reden Sie da? Geben Sie auch gefragt. Moment. Frau Glatt, Sie stehen unter einem gewissen Schock, das verstehe ich, das ist immer so, aber Sie können doch sowas nicht einfach behaupten. Sie wissen doch, dass eine falsche Anschuldigung vor einer Behörde als Verleumdung gilt. Kann mir nicht helfen. War mein erster Gedanke, wie ich es hörte. Ich glaube einfach nicht, dass sowas zweimal passieren kann. Zweimal? Wieso zweimal? Was wollen Sie damit sagen? Nein, ich sag gar nichts. Ich glaube mir ja doch nicht. Aber davon kann keine Rede sein. Schauen Sie, Frau Glatt, Ihre Mitteilung, das heißt Ihre Beschuldigung, hat uns natürlich überrascht und erstaunt. Das ist doch verständlich, aber wenn Sie sagen, dass das schon zum zweiten Mal passiert ist, dann kriegt die Sache natürlich einen anderen Aspekt. Vor einem Monat circa ist der Strahler heruntergefallen. Er ist gerade in der Badewanne gesessen. Sie hat den Strahler eingeschaltet von außen und plötzlich ist der Strahler heruntergefallen. Naja, der war ja eh so weh befestigt. Das kann sein, aber sie hat den eisernen Handtuchhalter zur Badewanne hingeschoben. Gerade in dem Moment, wo der Strahler heruntergefallen ist. Er wäre fast am Handtuchhalter angekommen und hätte er das getan, dann wäre der Strom über ihn ins Badewasser. Wäre schon damals. Woher wissen Sie denn das? Hat's mir gesagt. Er hat gelacht, er hat es nicht ernst genommen. Er hat sich also nicht bedroht gefühlt. Hat sie nicht durchschaut. Wir fallen ja alle Männer herein auf ihr unschuldiges Getue. Schauen Sie, Frau Glatt, wenn wir unterstellen, dass das stimmt, was Sie da behaupten und mutmaßen, die Frau müsste doch ein Motiv gehabt haben, ihren Mann zu beseitigen. Hat sie nach Ihrer Meinung ein Motiv gehabt? Sie hat einen anderen. Schmidt heißt er, mit dem hat sie was schon seit einem Jahr. Ist das der Schmidt, der in Ihrem Haus war und direkt gegenüber von Ihnen, der Untermieter? Ja. Und Sie können beweisen, dass da unerlaubte Beziehungen bestanden? Nein, natürlich nicht. Hat er davon gewusst? Keine Ahnung gehabt, er hat ihr voll und ganz vertraut. Wenn Sie sich entschließen könnten, doch eine formelle Anzeige zu erstatten. Nein, ich mache keine Anzeige. Sie haben mir versprochen, dass Sie das Ganze offiziell nicht zur Kenntnis... Ja, da können Sie sich verlassen. Ich möchte am liebsten gar nichts mehr davon hören. Das ist ja nicht mehr zu ändern. Kann ich jetzt gehen? Natürlich, wie Sie wünschen. Wir werden Sie gelegentlich wieder hierher bitten. Da dürfen Sie aber nur sagen, was Sie wirklich wissen. Und keine Beschuldigungen, keine Vermutungen und keine Verdrehungen. Sonst wird daraus doch noch ein Verleumdungsverfahren. Aber ich habe doch... Ja, ist schon gut. Ich komme selbstverständlich, so wie Sie mich brauchen. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Glatt. Gute Nacht. Na? Schaut ein bisschen anders aus, dein liebes kleines Frauerl von einer Witwe. Aber lächerlich, die haben sich halt nicht miteinander vertragen, die Alte mit der Jungen. Und jetzt lasst halt ihren Pick an ihr aus, die Frau Schwiegermutter. Sagen wir doch immer wieder, das kennst du. Ja, aber ein bisschen gründlicher hätte sie doch ausfragen können, die junge Witwe. Na bitte, unterhalt du dich einmal mit einer Frau, von der sie ihren toten Mann vor 5 Minuten hinausgetragen haben. Sagen Sie mal, Bernd, na?
Was haben Sie eigentlich mit diesem Herrn Schmidt gesprochen? Nichts Besonderes. Mir ist schon aufgefallen, dass der die Junge glatt in Schutz genommen hat gegen die Nachbarin, aber das schaut natürlich jetzt ganz anders aus. Ja. Mord im Badezimmer durch elektrischen Strom. Schwer zu beweisen. In der Angelegenheit glatt, soll ich da morgen noch was unternehmen? Morgen ist vielleicht schon ein bisschen spät. Und du bist mir zu anfällig gegen weiblichen Witwenscharen. Okay. Die Dame nehme ich mir selber vor. Heute noch. Heute noch? So spät? Je später, desto besser. Da hat sich der Schmerz vielleicht schon ein bisschen gelegt. Was machen Sie denn da? Was wollen Sie denn? Kommen Sie da her! Au! Wer sind Sie denn? Kriminalpolizei. Wer sind Sie? Also, ich bin der Installateur. Wodak. Wodak mein Name. Ja, was machen Sie denn da mitten in der Nacht? Ich habe was nachgeschaut. Die Frau Glatt hat mir's erlaubt. Wo ist sie denn, die Frau Glatt? Ja, sie ist weggegangen, schon vor einer halben Stunde. Sie hat gesagt, sie kommt gleich zurück. Ich weiß nur nicht, wohin sie ist. Dann gehen Sie mal mit mir durch die Wohnung. Werden wir sehen, ob die Frau Glatt nicht vielleicht doch da ist. Na, sie glauben doch nicht, dass sie... Sie gehen voraus. Machen Sie überall Licht, Sie werden ja wissen, wo die Schalter sind. Bitte, ich verstehe, dass Sie misstrauisch sind, wenn Sie mich da so mitten in der Nacht bei der Arbeit erwischen. Muss man ja misstrauisch werden. Installateur, der Überstunden macht? Aha, kommt oft genug vor. Meine Burschen gehen sausen die Arbeit bis Jahre, gell? Aber das da ist was anderes. Ich möchte es Ihnen auch gern erklären. Diesbezüglich ist mir sogar sehr recht, dass Sie da sind. Ah ja, das hat mir mein Kollege erzählt. Da war eine Geschichte mit dem Installateur und diesem Unglücksfall zusammenhängt. Ja, ich bin der Installateur leid. Und die Frau Glatt, wie ich ihr das Beileid gewünscht habe, hat mir auch was gesagt. Nämlich, dass der Herr Ingenieur... Kommen Sie, Herr Wodak, setzen Sie sich. Sie sind ja ein bisschen erschrocken. Ein bisschen erschrocken ist gut. Ich glaube, der Schlag trifft mich. Mir war auch nicht ganz wohl. Also, was war? Ich habe nämlich in dem Badezimmer seinerzeit einen Wasserrohrbruch repariert. Leider nicht ich persönlich, sondern der Zwerg. Der Zwerg? Naja, so haben wir ihn geheißen, weil er so klein ist. Wie ein Kind schaut er aus. Er war schon vor dem Gesöhn. Aber dazu ist nicht gekommen, denn ich bin ihm draufgekommen, dass der Kerl stiehlt. Wie ein Elster, und das hat er auch hier gemacht. Wie ich gehört habe, dass der arme Herr Glatt dadurch zu Grund gegangen ist, dass die Erdleitung stromführend war, habe ich ja gleich den Verdacht gehabt wegen dem Zwerg. Ich habe aufgestimmt und richtig. Der Kerl hat das Kupferrohr gestohlen und hat ein Plastikrohr eingebaut. Und so ist passiert. Ne, weil die Erdableitung durch das Plastikrohr unterbrochen war. Das verstehe ich nicht ganz, aber wenn Sie sagen, wird schon stimmen. Ja, leider stimmt's und ich bin verantwortlich, der verdammte Zwerg. Sagen Sie, mein Meister, und da sind Sie gar nicht auf die Idee gekommen, dass das nicht in Ordnung ist, dass Sie ohne behördliche Bewilligung da mitten in der Nacht aufstehen? Es hat mir keine Ruhe lassen, Herr Inspektor. Außerdem, es war ja kein Mord oder sowas. Nun, das Badezimmer war ja auch nicht behördlich versiegelt, nicht wahr? Ja, das hat er auch versäumt. Ganz in Ordnung ist es nicht. Hm? Die hätten ja auch können das Plastikrohr verschwinden lassen. So was denke ich nicht, Herr Inspektor. Wenn was geschieht, stehe ich dafür ein. Auch wenn es nicht selber war, sondern das Zwergen gefraßt. Dieser Heizstrahler, der war wohl sehr locker befestigt, oder? Ja, das glaube ich. Haben Sie die Löcher gesehen in der Wand? Direkt wie eine Sabotage hat das ausgeschaut. Mhm. Kommt das oft vor? Na, oft möchte ich nicht gerade sagen. Na, die Leute sind schon schlampert, aber sowas. Na, das ist ja direkt sträflich. Ein Schrauben hat gefällt. Könnte es diese Schraube da gewesen sein? Es schaut ganz so aus. Kann aber natürlich auch ganz woanders hingehören. Natürlich. Sagen Sie, Meister, Sie haben da vorhin den Ausdruck Sabotage gebraucht. Ja, und? Der Mann ist eindeutig dadurch zu Tod gekommen, dass Ihr Zwerg das Plastikrohr eingebaut hat. Ein Laie könnte sich aber auch vorstellen, dass der Mann dadurch umkommt, dass er ins Badezimmer reingeht, durch das Türaufmachen fällt der defekte Heizstrahler auf ihn und er stirbt. Ja, könnte er auch. Sagen wir, er hat nasse Hände und eventuell ein schwaches Herz oder ist besonders stromempfindlich. Na, das gibt's ja. Ja. Könnte also jemand auf die Idee kommen, den an und für sich sehr lockeren Heizstrahler noch ein bisschen lockerer zu machen? Der Mann geht ins Badezimmer, um sich die Hände zu waschen. Der Heizstrahler fällt auf ihn. Ich denke an Mord. Ah, da ist ja die Frau Glatt, wenn ich nicht irre. Guten Abend. Polizeioberinspektor Marek, entschuldigen Sie mein formloses Eindringen, aber bei uns im Büro ist heute ein bisschen später geworden. Was wollen Sie von mir?
Nur ein paar Routinefragen, ich bin gleich wieder draußen. Übrigens mein herzlichstes Beileid, Frau Glatt. Danke. Ich habe inzwischen mit dem Meister ein bisschen gefachsimpelt. Leider hat sich der erste Verdacht bestätigt. Ihr Mann ist durch den herabfallenden Heizstrahler ums Leben gekommen. Ja, aber... Wir wollen den Meister auch gar nicht länger aufhalten, er wird ja müde sein. Ja, schon, aber... Gute Nacht, Herr Wodak. Gute Nacht. Angenehme Ruhe. Na, Frau Glatt, kommen Sie her. Setzen Sie sich ein bisschen zu mir. Nur ein paar Fragen. Es wird nicht mehr allzu lange dauern. Wie lang sind Sie, ich meine, wie lang waren Sie verheiratet? 2 Jahre. Und vorher haben Sie bei Ihrer Schwiegermutter gewohnt? Bei seiner Stiefmutter, ja. Das war aber doch ein sehr gutes Einvernehmen zwischen ihm und seiner Stiefmutter. Gestritten haben Sie oft genug. Sie, wie sind Sie mit ihr ausgekommen? Nicht sehr gut. Aber wenn Sie Ihnen vielleicht erzählt hat, woher dass... wissen Sie denn, dass ich mit ihr gesprochen habe? Es wird ihr sehr ähnlich sein, dass sie zur Polizei rund und Lügen erzählt über meine Ehe. Wie war denn Ihre Ehe? Es hat ja keinen Sinn, wenn ich Ihnen irgendetwas vormache. Wir wollten uns scheiden lassen. Warum haben Sie denn das meinem Kollegen nicht erzählt? Er hat mich nicht danach gefragt. Er hat mich gefragt, ob ich während der Geschäftszeit fort war. Da habe ich gesagt, ja, ich war bei der Versicherung und tatsächlich war ich auch beim Rechtsanwalt. Und bei der Versicherung? Ja, aber die meiste Zeit war ich beim Rechtsanwalt. Ich habe auf meinen Mann gewartet, aber er ist wieder nicht gekommen. Wie heißt denn der Rechtsanwalt? Dr. Josef Bettermeier Duchlauben, die Nummer weiß ich nicht genau. Ist die Scheidungsabsicht von Ihnen ausgegangen oder von ihm? Von mir. Gründe? Er hat mich betrogen. Er hat mich ausgenützt und mich in meine Ersparnisse gebracht. Er hat mir diese Wohnung, die ich gekauft habe, abschwindeln wollen und mich dann zum Schluss hinauswerfen. Sind das Gründe genug? Kennen Sie einen gewissen Schmidt? Ah, das hat sie Ihnen erzählt. Aber damit Sie es nur wissen, Herr Inspektor, mit dem Schmidt und mit mir war nichts. Die Tscher wollen mit mir anbandeln, aber ich nicht mit ihm. Zuerst hat er mit der Löse ein Verhältnis gehabt, dann hat er es angeblich auf Sie, auf meine Schwiegermutter abgesehen und dann wäre ich ihm recht gewesen. Aber so einen Mann habe ich selber gehabt. Frau Glatt, der Mann ist tot. Sie haben da vorhin von Mord gesprochen. Ich habe es gehört. Ich weiß aber nicht. Ja, vielleicht sollte es nur so ein Denkzettel sein. Sie waren beim Rechtsanwalt, er ist wieder nicht gekommen. Der Heizstrahler war sehr locker, da sehen Sie, wie Sie ins Badezimmer gehen. Ich bin nicht ins Badezimmer gegangen. Ich bin zuerst hier herein, weil es doch geregnet hat und ich mir die Schuhe ausziehen wollte. Und währenddem ist er direkt, nachdem er seinen Mantel ausgezogen hat, ins Badezimmer. Und ja, das ist ihm passiert. Könnte aber auch sein, dass Sie die Schraube aus dem Heizstrahler entfernt haben. Was für eine Schraube? Die da. Die habe ich nämlich gefunden, da drin in Ihrem Zimmer, in Ihrem Schlafzimmer. Das ist doch Ihr Schlafzimmer, nicht? Ja, seit einem halben Jahr. Seit ich Beweise habe... Dass er Sie betrogen hat? Ja. Er hat gesagt, er muss auf eine Geschäftstour. Geschäfte, der. War mehr im Krankenstand war als im Geschäft. Ich habe dann damals dort angerufen. Natürlich war kein Wort wahr, er war wieder krank gemeldet. Und dann habe ich seinen Wagen gesehen. Er war geparkt, offenbar seit Tagen. Wo? In Meidling, auf einem großen öffentlichen Parkplatz. Und wie er dann von seiner Geschäftsreise zurückgekommen ist, habe ich ihm auf den Kopf zugesagt, dass er bei einer anderen war. Und er hat gesagt, ja, es ist wahr. Und dass er mich nicht mehr mag. Ja, und da habe ich dann die Scheidung wollen. Zuerst hat er gesagt, ja. Aber vor 3 Wochen hat er plötzlich gesagt, nein, er will nicht. Er will bei mir bleiben, aber ich habe nicht mehr können, verstehen Sie? Und was war heute? Er hat gesagt, er kommt zum Rechtsanwalt. Aber er ist wieder nicht gekommen, schon das dritte Mal. Sie sehen, ich sage Ihnen alles, Herr Inspektor. Das hätte ich so auch herausgekriegt. Darf ich? Natürlich. Wo waren Sie denn heute Abend? Ist er weg, in der frischen Luft. Ich habe direkt einen Lufthunger gehabt. Ich habe Sie in der Wohnung nicht mehr ausgehalten. Wie lautet denn die Polizeinummer am Wagen Ihres Mannes? W7553, warum? Na, es wäre ja möglich gewesen, dass Sie sich damals geirrt haben, wo Sie geglaubt haben, dass Sie ihn geparkt sehen, allerdings bei einer so niedrigen Nummer. Und Sie haben keine Ahnung, wo er damals wirklich war? Nein. Sie waren doch heute bei einer Versicherung. War Ihr Mann versichert? Ja, auf 100.000 Schilling. Im Fall eines Unglücks fällt es auf 200.000 Schilling. Das wäre doch ein Motiv, nicht wahr? Er war aber nicht zu meinen Gunsten versichert, sondern zugunsten seiner geliebten Stiefmama. Also war es nicht mein Motiv, sondern Ihr Motiv. Na schön, Frau Glatt. Wir sehen uns ja dann
Morgen. Um 11 Uhr. Kommen Sie Nachmittag um 6 Uhr. Vormittag habe ich was anderes zu tun. Ich habe mich für den Wagen von dem toten Glatt interessiert. Der hat gar nicht ihm gehört. Der läuft auf den Namen von der Frau Glatt. Aber das ist nicht seine Frau, sondern das ist die Stiefmutter, die Hedwig Glatt. Das schau her. Sie schenkt ihm einen Wagen. Aber hat sie doch nicht. Er ist damit gefahren. Er lässt sich wieder zu ihren Gunsten versichern. Die hat sich sehr unnatürlich benommen, die liebe Schwiegermutter. Der ihr Schmerz war echt. Echter als, naja, die junge Frau hat ja keinen Grund zu einem besonderen Gram gehabt. Das ist eine verflixte Geschichte. Und wenn's die junge Frau war, dann ist sie viel raffinierter, als man sie ihr zutrauen würde. Wenn's aber diese Stiefmutter war... Sag, wie kommst du eigentlich darauf, dass die es gewesen sein könnte? Weil es da ums Geld geht. Und Geld ist ein viel stärkeres Motiv als Liebe oder Eifersucht. Er war zu ihren Gunsten versichert auf 200.000 Schilling im Unglücksfall. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber mit Gefühlen kann ich nicht zum Sicherheitsbüro gehen und die Mordkommission alarmieren. Herr Oberinspektor, da ist ein Herr Schmidt. Was schon? Schicken Sie ihn rein. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Und ich habe mir nicht denken können... Ja, Sie wollen verreisen? Auswandern. Nach Australien. Dazu habe ich um den Pass eingereicht. Normalerweise hat man einen Pass. Ich nicht. Ich habe es fast gedacht, dass man mich wegen dieser... in diesem Unglück befragen wird. Obwohl ich nicht allzu viel weiß, das Ehepaar Glatt hat ja kaum ein halbes Jahr bei der älteren Frau Glatt gewohnt. Seit wann hast du schon im Sinn, auszuwandern, hm? Noch nicht sehr lang. Was sind Sie denn vom Beruf? Versicherungsangestellter. Fix oder Vertreter? Vertreter. Mit einem kleinen Fixum. Und auf Provisionsbasis. Und Sie glauben wirklich, dass Sie sich in Australien verbessern können? Ich bin gelernter Techniker. Elektrotechniker. Deshalb habe ich auch sofort gewusst, dass Sie der Sache Todesfall Glatt noch nachgehen werden, wie ich heute darüber in der Zeitung gelesen habe. Da ist aber nicht allzu viel gestanden. Naja, für mich als Fachmann hat es genügt. Also eines verstehe ich nicht, Sie haben doch als Elektrotechniker hier bei uns die größten Chancen. Und Sie arbeiten als Versicherungsvertreter? Das hat private Gründe. Herr Schmidt, Sie haben dem Kollegen Andeutungen gemacht über Misshelligkeiten zwischen dem Ehepaar Glatt und der Stiefmutter. An sich hat das nicht viel zu bedeuten. Auch nicht, dass Sie für die junge Frau Stellung genommen haben, ob zwar, wenn ich mal die Bemerkung erlauben darf, Sie schwärmen doch sonst für ältere Jahrgänge bei Damen. Was soll das heißen? Na, uns ist da so Verschiedenes zu Ohren gekommen. Oh, die Löser dieses Weibstücken. Ich habe einmal mit ihr in Schwipslaune Bruderschaft getrunken. Das war alles. Und sie hat gleich so getan, als... Aber Herr Schmidt, das geht uns doch nichts an. Hm? Mich interessieren Ihre Beziehungen zur Frau Glatt. Beziehungen? Zu welcher? Zu beiden. Sie haben sich zwar jetzt eindeutig für die junge Frau exponiert, aber das war nicht immer so. Wie schnell so ein Getratsch herumgeht. Ich war mit der Frau Oberregierungsrat Glatt höchstens dreimal aus. Zum Essen. Und ganz zufällig. Und das war, bevor das junge Ehepaar eingezogen ist? Ja. Und dann haben Sie sich auf die Junge verlegt, was? Also ich muss schon bitten, Herr Schmidt, ist ja kein Grund zur Aufregung. Schauen Sie, wie gesagt, uns interessieren Ihre diesbezüglichen Ambitionen nicht im geringsten. Das heißt, soweit Sie sich nicht mit diesem Unglücksfall in Zusammenhang bringen lassen. Das können Sie jederzeit tun, wenn Sie wollen. Kennt ja die Methoden der Polizei. Sie haben also schon einmal mit der Polizei was zu tun gehabt. Das haben Sie schon gestern. Haben Sie oder haben Sie nicht? Ja. Deshalb hat er auch keinen Pass. Es muss aber dann eine größere Sache gewesen sein, wegen der Sie verurteilt wurden. Ich bin nicht verurteilt worden. Und weshalb waren Sie angeklagt? Wegen Mord. Bitte, Herr Oberinspektor, es soll Ihnen das geben. Es ist heraufgeschickt worden. Das ist mein Akt? Ja. Das habe ich mir gedacht. Dass Sie nicht erst nachlesen müssen. Ich heiße gar nicht Schmidt. Ich habe mit behördlicher Bewilligung meinen Namen geändert. Ich heiße Marold. Und ich war im Jahre 62 angeklagt, dass ich meinen Vorgesetzten und Rivalen, den Oberingenieur Vogel, ermordet hätte. Wie denn? Durch eine Elektrofalle im Betrieb. Bin aber freigesprochen worden. Mangels an Beweisen? Ja. Wann wollen Sie denn verreisen?
Ich werde es bestimmt nicht früher tun, als bis Sie oder das Sicherheitsbüro mir dazu die Erlaubnis geben werden. Na, das wird vielleicht schneller sein, als Sie glauben, dass da eine Entscheidung fällt. Jedenfalls bitte ich Sie, heute Nachmittag um 18 Uhr noch einmal bei mir hier vorzusprechen. Ja. Wohlgemerkt, weder als Beschuldigter noch als Zeuge. Noch glaube ich an einen Unglücksfall. Herr Schmid? Ja? Sie haben sich in der vergangenen Nacht mit der Frau Klatt getroffen. Woher wissen Sie das? Na, ein bisschen Kombinationsgabe müssen Sie uns schon zutrauen. Ich war nämlich gestern bei ihr und sie war nicht zu Hause. Und dann ist sie gekommen und wie ich weg bin, da habe ich dann ihren Wagen, das heißt also seinen Wagen, ein bisschen untersucht und der Motor war noch ganz warm. Nein, das ist ein Irrtum, Herr Oberinspektor. Ich habe mich nicht mit der jungen Frau Klatt getroffen, sondern mit der Frau Klatt Senior, mit der Stiefmutter. Was hast du denn da so Dringendes zu besprechen gegeben? Sie hat mich um diese Unterredung gebeten. Wegen der Versicherung. Ah, ist die Versicherung des Verunfallten durch Sie abgeschlossen worden? Ja. Sind Sie wegen der Versicherung an ihn herangetreten? Nein, die Stiefmutter ist mit der Idee zu mir gekommen. Auch mit der Idee, im Unglücksfall die Versicherungssumme zu verdoppeln? Nein, das war mein Vorschlag. Hat eine kleine Provisionserhöhung für mich bedeutet und ist normalerweise für die Gesellschaft kein großes Risiko. Normalerweise. Ja. Naja, Herr Schmidt, also wir sehen uns dann um 18 Uhr. Den Pass können Sie sich ja dann morgen holen. Ich habe nicht erwartet, ihn heute zu bekommen. Fragen Sie die Frau Glatt, die Stiefmutter, was sie gestern Nachmittag mit ihm für einen Streit gehabt hat. War er gestern Nachmittag bei ihr? Lang. Und es hat einen fürchterlichen Krach gegeben. Was es war, das habe ich nicht durchgehört. Nur das Geschrei. Und es war nicht das erste Mal. Meine Herren, ich empfehle mich. Alle lügen Sie. Alle drei lügen Sie. Und jeder hat ein Motiv. Der da ist in die junge Frau verliebt. Deswegen schiebt das auf die Alte. War er selber, schaut's auch nichts. Die junge Frau wollte mit aller Gewalt von ihrem Mann loskommen, wegen diesem Schmied oder wegen einem anderen. Was, du glaubst, da gibt's noch einen anderen? Warum nicht? Wo warst du denn heute in der Nacht mit dem Wagen? Und was diese Stiefmutter anbelangt, die muss ich mir noch einmal genauer hernehmen. Ladest sie auch für heute Nachmittag vor? Nein. Zu der gehe ich hin. Jetzt gleich. In der eigenen Wohnung. Im eigenen Milieu. Da kommt zunächst mehr heraus. Und meine Damenbesuche sind erfolgreicher als deine. Guten Tag, bitte, ich möchte... Ach, Sie sind das? Ich hätte Sie beinahe nicht erkannt. Tag, Herr Oberinspektor. Das ist aber ein überraschender Besuch. Haben Sie einen anderen erwartet? Nein, wen denn? Störe ich? Nein, gar nicht. Wollen Sie nicht ablegen? Danke. Sehr freundlich. Wohnen Sie schon lang hier? Die Wohnung meines verstorbenen Mannes. Wann ist denn der Herr Gemahl verstorben? Vor 6 Jahren. Er war wesentlich älter als ich. Und der Sohn? Wie alt war der? Herbert, 36. War der schon im Haus, wie Sie hereingeheiratet haben? Nein, er ist erst später zu uns gezogen. Es ist ihm nicht sehr gut gegangen. Er war geschäftlich nicht sehr erfolgreich. Viel Pech gehabt. Und sein Vater hat ihn unterstützt? Mein Mann war Oberregierungsrat und hat ein sehr schönes Gehalt und später eine schöne Pension gehabt. Und Sie haben diese Unterstützung sozusagen fortgesetzt? Soweit es mir möglich war. Meine Pension ist natürlich wesentlich kleiner. Was haben Sie denn in der vergangenen Nacht mit diesem Herrn Schmidt zu reden gehabt? Was, das wissen Sie? Er hat mich gebeten, mich mit ihm zu treffen. Er wollte vermitteln zwischen Inge und mir. Ich glaube, er hat sie dann auch getroffen. Ja, das glaube ich auch. Und von der Versicherung ist nichts gesprochen worden? Was für eine Versicherung? Aber Frau Glatt, Sie werden mir doch nicht weismachen wollen, dass Sie nicht gewusst haben, dass Herbert Glatt zu Ihren Gunsten eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Und Sie sind doch wegen dieser Versicherung an den Herrn Schmidt herangetreten. Ja, Herbert hat mich darum gebeten. Und da sind Sie darauf eingegangen, so eine vernünftige Frau? Das war doch eine neuerliche finanzielle Belastung. Ich weiß nicht, was ihm damals eingefallen ist. Er hat mich so dringend darum gebeten. Es war sehr schwer, mir etwas abzuschlagen. Sie waren seine Geliebte. Herr Oberinspektor, ich bitte Frau Sie. Glatt,
Ist mir nicht angenehm, darüber zu reden, aber Sie werden mich nicht davon abbringen. Mir ist schon gestern aufgefallen, dass Ihr Schmerz echt war. Das ist doch natürlich. Ja, wenn Sie seine Mutter wären, schon. Selbst wenn er als Kind im Haus gewesen wäre, als Stiefmutter, aber so. Ich habe mir das gestern gar nicht recht erklären können. Aber heute, wie ich gesehen habe, wie Sie wirklich aussehen, da war mir mit einem Schlag klar, dass die Verdachtsgründe in dieser Hinsicht zurecht bestanden. Vor circa einem halben Jahr hat er seiner Frau eine Geschäftsreise vorgegaukelt. In Wirklichkeit war er die ganze Zeit bei Ihnen. Herr Oberinspektor, ich muss Sie allen Ernstes bitten, dass... Sein Wagen war die ganze Zeit hier in der Nähe geparkt. Das hat seine Frau herausgekriegt. Wahrscheinlich hat sie eh gewusst, wo er die ganze Zeit war. Das kriege ich von ihr sehr schnell heraus. Ich muss sie nur Ihnen gegenüberstellen. Sie ist sehr, sehr impulsiv. Ja, aber es ist für Sie weit angenehmer und weit weniger peinlich, wenn Sie mir es jetzt gleich zugeben. Also? Ja. Aber ich habe meinen Mann nicht betrogen. Er war der beste Mensch auf der Welt. Herbert hat seinen Charme geerbt. Leider nicht seinen Charakter. Ich habe gewusst, er ist ein nicht gut, leichtsinnig und geldgierig. Ich habe mir nicht helfen können. Dann ist die andere gekommen, die jüngere. Er hat mich vor die vollendete Tatsache gestellt. Ohne mir ein Wort zu sagen, hat er geheiratet und sie ins Haus gebracht. Sie können sich vorstellen, wie mir zumute war, wie ich da gestanden bin, von mir selber. Und Sie sind nicht von ihm losgekommen? Ich habe es versucht, es wäre vielleicht auch gegangen, wenn sie sich nicht vom ersten Augenblick an gegen mich gestellt hätte. Frauen haben da einen untrüglichen Instinkt. Sie hat keine Ruhe gegeben, bis sie ausgezogen sind. Das war auch für mich eine große Erleichterung. Und dann ist er wiedergekommen? Immer wieder. Bis vor einem halben Jahr da. Da habe ich verlangt, dass er sich scheiden lässt und reinen Tisch macht. Er hat es mir auch versprochen. Aber er hat es nicht getan. Dabei wäre es so leicht gewesen. Sie hätte die Scheidung wollen. Wegen diesem Schmidt? Möglich. Sie ist bestimmt kein solcher Unschuldsengel, wie sie tut. Das können Sie mir glauben. Sie trauen ihr also zu, dass sie das gestern getan hat? Bin überzeugt davon. Er war gestern Nachmittag bei Ihnen? Ja. Sie waren verabredet beim Anwalt wegen der Scheidung. Aber er ist nicht hingegangen. Und das zwischen Ihnen einen Streit gegeben, einen sehr heftigen sogar? Er hat erklärt, er lässt sich nicht scheiden, er denkt nicht daran. Warum nicht? Es war so bequemer für ihn, zwei Frauen zu leben. Ein sehr bequemes Leben. Dann hat er sich auf die Couch gelegt und erklärt, er will seine Ruhe haben, er möchte schlafen. In der Nacht hat er die ganze Zeit mit ihr gestritten. Und was haben Sie getan? Ich bin weg. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich bin in die Stadt gefahren, zu einer guten Bekannten. Wer ist das? Eine ältere Dame. Frau Hofrat-Neutal, die Witwe nach einem Freund meines verstorbenen Mannes. Eine sehr liebe, kluge Dame. Ich habe einen Menschen gebraucht. Aber sie war nicht zu Hause. Wie lange waren Sie denn da von zu Hause weg? Über zwei Stunden, fast drei Stunden. Ich bin noch in der Stadt herumgegangen, ohne Ziel. Ich war ganz durcheinander. Haben Sie eigentlich Schlüssel zur Wohnung des Ehepaares glatt? Ja, warum fragen Sie? Herr Inspektor, Sie glauben doch nicht, dass ich in der Zeit in der Wohnung war. Hat Sie jemand im Haus von dieser Frau Neutal gesehen? Nein, ich glaube nicht. Aber Herr Inspektor, Sie verdächtigen mich doch nicht. Sie haben einen Schlüssel zur Wohnung des Ehepaares glatt. Die junge Frau war beim Rechtsanwalt, er hat hier geschlafen. Sie konnten also ohne weiteres in die Wohnung an dem Heizstrahler die eine Schraube lockern und die andere entfernen. Wer dann ins Badezimmer kommt, stirbt. Und ob er stirbt oder sie, das ist dann mehr oder weniger egal. Was heißt das? Das ist nur Theorie. Stirbt er, sind sie ihn los und kriegen noch ganz ein schönes Stück Geld dafür. Stirbt sie, na, dann haben sie ihn endlich für sich allein. Herr Oberinspektor! Ich muss Sie dringend bitten, zu gehen. Das ist Ihr gutes Recht. Und ich bitte Sie, sich heute Nachmittag um 18 Uhr bei mir im Büro einzufinden. Und das ist amtlich. Wer Sie dann der jungen Frau gegenüberstellen? Davor fürchte ich mich nicht. Im Gegenteil, es ist mir sogar sehr recht. Kann ich dabei sein, wenn Sie sie verhören? Bin neugierig, ob sie wieder mit Glacéhand schon angefasst wird. Diesbezüglich kann ich Sie beruhigen. Mein Kollege hat einen Fehler gemacht.
Der wird alles tun, um den wieder gut zu machen. Na, Frau Klatt, ich warte noch immer auf eine Antwort. Aber ich habe Ihnen doch gestern schon alles gesagt, was Sie wissen wollten. Mir haben Sie gar nichts gesagt. Mich haben Sie deppert sterben lassen. Mir haben Sie auch nicht alles gesagt, Frau Klatt. Zum Beispiel haben Sie mir nicht gesagt, dass Ihr Mann auch zu Ihren Gunsten versichert war. Auch auf 100.000 Schilling, allerdings bei einer anderen Versicherungsgesellschaft. Und dass Sie gestern Nachmittag persönlich die fällige Prämie bezahlt haben. Was hätte ich denn tun sollen? Er hat es ja doch nicht gezahlt. Und diese Versicherung wurde auch durch Herrn Schmidt abgeschlossen? Nein. Und das sollen wir glauben? Herr Inspektor. Herein. Guten Abend. Ich? Die kommen gerade richtig. Nehmen Sie Platz, Frau Klein. Es wird nicht mehr allzu lange dauern. Sache erscheint mir langsam reif. Für Sicherheitsbüro. Das kann mich nicht erschrecken. War auch nicht beabsichtigt. Ja, Himmel, Herrgott, glauben Sie denn wirklich an einen Mord? Dein Unfall ist doch etwas ganz Alltägliches. Das sage ich Ihnen als Elektrofachmann. Na, das hätte ich an Ihrer Stelle nicht erwähnt. Ja, Sie haben doch wissen müssen, dass die Erdleitung unter Strom war. Dass jeder, der da das Badezimmer betritt, sofort in den Stromkreis gerät, ganz egal, wo er hingreift. Woher hätte ich das wissen sollen? Das hat doch der Installateur verschuldet. Respektive sein Lehrbub. Sie überschätzen diese ganze Versicherungsgeschichte. Meine Herren, was soll das heißen? Es war eines von den typischen Geschäftchen des Herbert Glatt. Es ist nämlich üblich, dass ein Vertreter bei Abschluss einer Lebensversicherung einen größeren Vorschuss von der Versicherungsanstalt bekommt. Er ist also mit dem Ansinnen an mich. Mit dem Ansinnen? Er hat mir also vorgeschlagen. Er schließt die Versicherung zugunsten seiner Stiefmama ab. Allerdings unter der Bedingung, dass wir den Vorschuss teilen. Leider bin ich darauf eingegangen. Ich habe ihm zwar vorgehalten, dass er die Prämie nicht zahlen kann, aber da hat er nur gelacht und hat gesagt, die Alte wird schon zahlen. So hat er das bestimmt nicht gesagt. Er hat nie anders von dir gesprochen. Soll ich sagen, wie er von dir gesprochen hat? Und diese zweite Versicherung haben auch Sie abgeschlossen. Nein, aber er hat ja einen großen Freundeskreis gehabt. Da wird er schon wen gefunden haben. Kann sein. Beweist aber nicht, dass Sie nichts von dieser zweiten Versicherung gewusst haben. Sehr richtig. Ich würde also der Täterin oder den Tätern nahelegen, ein Geständnis niederzulegen. Wenn wir Sie nämlich mit einem Geständnis ans Sicherheitsbüro weitergeben, dann sind die sehr erfreut. Und empfehlen Sie ihrerseits wieder dem Untersuchungsrichter. Unglaublich, wie Sie damit Beschuldigungen herumwerfen. Sie sind am meisten verdächtig. Das Schönste wissen Sie nämlich noch gar nicht. Sie waren doch gestern bei der Frau Hofrat Neutal und haben Sie nicht zu Hause angetroffen. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Das haben Sie schon gesagt. Und was sagen Sie jetzt, wenn ich Ihnen sagen werde, dass Sie sie gar nicht zu Hause haben antreffen können? Weil sie nämlich tot ist seit einem halben Jahr. Was sagen Sie jetzt? Raus mit der Sprache. Das habe ich nicht gewusst. Das haben Sie nicht gewusst, wo Sie doch eine so gute Freundin von ihr waren. Soll ich Ihnen was sagen? Sie waren nämlich gar nicht dort. Sie waren nämlich... Entschuldigen die Störung. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ich müsste dringend Herrn Oberinspektor Marek sprechen. Da drin. Danke, Herr Bezirksinspektor. Wären Sie nämlich dort gewesen, dann hätte Ihnen bestimmt jemand im Haus gesagt, dass sie gestorben ist. Wenn Sie es nicht von selber gewusst haben. Herr Oberinspektor, Rayonsinspektor Moser II von der Wachabteilung. Kennen Sie ja, Herr Kollege. Was wollen Sie denn? Ich habe auftragsgemäß den Wagen des verunfallten Herbert Glatt zugelassen auf Hedwig Glatt mit dem Kennzeichen W7553 zwecks Spurensicherung festzustellen gehabt. Der Wagen befand sich Ecke Garnerstraße und Rehgasse geparkt. Äußerlich war an dem Wagen nichts Ungewöhnliches zu bemerken. Doch bei näherem Hinblicken sah ich vor dem Wagen auf der Straße liegend das da. Es handelt sich nämlich um ein Strafmandat, das durch den Wind oder durch Fremdeinwirkung vom Scheibenwischer... Das sehe ich ja natürlich. Gehört zu dem Wagen, wie 7553. Sagen Sie mal, Herr Kollege, heute ist doch der 17. Jawohl, Herr Oberinspektor. Und das Strafmandat ist vom 16. Herr Inspektor, Sie sind ja ein Genie. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, mir das hierher zu bringen? Ich habe gedacht, es ist vielleicht von Interesse. Von Interesse? Lieber Freund, Sie haben mit diesem Strafmandat einen der verzwicktesten Kriminalfälle der letzten Zeit lösen geholfen. Ich werde es jetzt einer Belobigung vorschlagen. Da bin ich dem Herrn Oberinspektor sehr dankbar. Ich möchte sowieso gern zur Kriminalabteilung. Na, das weiß ich nicht, ob ich Ihnen erraten kann. Das ist ein sehr schweres und manchmal auch sehr schmutziges Geschäft. Na, ich danke Ihnen vielmals. Sie können ja gleich da rausgehen, gell?
Meine Hochachtung, Herr Oberinspektor. Ja. Überstellen wir die Herrschaften jetzt ans Sicherheitsbüro oder werden sie vorgeladen? Ich weiß jetzt, wie die Sache passiert ist. Wie Sie gestern von zu Hause weggegangen sind, da hat er nach Ihrer Angabe geschlafen. Und wie Sie nach Hause gekommen sind, angeblich auch. Ja, es war so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Haben Sie seinen Wagen benutzt? Ich kann ja gar nicht Auto fahren. Ich habe in meinem Leben noch nicht eine Fahrstunde gehabt. Dann hat er ihn selber benutzt. Aber er hat doch... Er hat nicht geschlafen. Er ist mit seinem Auto zu seinem Wohnhaus in die Garnerstraße gefahren. Ob allein oder ob noch jemand mit ihm war, das ist jetzt unerheblich. Jedenfalls war sein Wagen gestern zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Garnerstraße falsch in der Verbotszone geparkt. Er war also zu Hause. Und er hat an dem Heizstrahler eine Schraube gelockert und die zweite entfernt und in das Zimmer seiner Gattin praktiziert. Ja, so war's ganz sicher. Er hat mich wollen umbringen. Er ist in seiner eigenen Falle umgekommen. Er ist dann um seine normale Zeit nach Haus gekommen, voll Hoffnung, seine verunglückte Gattin im Badezimmer tot aufzufinden. Wie er da reingeht, fällt der Heizstrahler herunter, er will ausweichen, greift unwillkürlich nach der Wasserleitung, er hat nicht wissen können, dass die auch unter Strom war und ein perfekter, tödlicher Unfall. Ja, also Sie können nach Hause gehen, meine Herrschaften. Das wär's. Kann ich meinen Pass haben? Oh ja, den können Sie sich dann morgen holen, ich rufe gleich an bei der Passabteilung. Also dann, ist die Hand. Gute Nacht, meine Herren. Auf Wiedersehen. Ja, aber nur, wenn Sie nach Australien versetzt werden, Herr Inspektor. Frau Gerd, Sie können jetzt auch gehen. Und sind Sie mir nicht böse, wenn ich Sie gelegentlich etwas hart angefasst habe. Sie waren eh so nett zu mir, Herr Inspektor. Ich danke Ihnen, meine Herren. Danke vielmals. Fräulein Susi. Herr Oberinspektor. Kommen Sie mal her, Samina. Machen Sie uns einen Mokka. Ich bin gestern Nachmittag nicht mit ihm mitgefahren. Ach, das glaube ich Ihnen. Dass zwei Personen ein Strafmandat übersehen, das ist zu unwahrscheinlich. Die Frage ist nur, ob Sie von seiner Tour gewusst haben oder vielleicht die Idee dazu gehabt haben. Aber das ist jetzt auch unerheblich. Der Mann ist tot. Gegen einen Toten kann ich keine Untersuchung führen, also auch nicht gegen einen eventuellen Mitwisser oder Komplizen. Ob Sie das waren, werde ich also nie erfahren. Nein, das werden Sie nie erfahren. Meiner Meinung nach sind Sie gestraft genug. Ja. Glaubst du wirklich, sie hat davon gewusst oder hat ihn vielleicht sogar angestiftet? Vielleicht Sie, vielleicht der andere. Ist ja möglich, dass da noch eine war, bei so einem Menschen. Schau, er wollte sich zuerst nicht scheiden lassen, weil er nicht aus dem warmen Nest heraus wollte. Aber vielleicht wollte er nur das warme Nest haben, nämlich ihre Wohnung. Ne? Die junge Frau hat doch sicher ein bisschen Geld erspart gehabt. Das wäre doch ein schöner Start gewesen mit einer anderen. Und dann als Reserve hat er ja noch immer die liebe Stiefmama gehabt. Und gib mir meine Zigaretten, die hat schon wieder eingesteckt. Aber da legen Sie doch. Ah ja, entschuldige. Na bitte bedien dich. Sie auch, Berndner, wenn Sie wollen. Danke, Herr Oberinspektor. Heute stimmt aber nicht dein Wahrspruch. Einen erwische ich immer. Na, wenn der tot ist. Oberinspektor, der Mokka ist fertig. Wo darf ich den Herrn servieren? Na da gleich, ne? Daher. Jetzt hast du ja doch wieder meine Zigaretten eingesteckt. Aber ich doch nicht. Na wer denn, der Berndner? Was, ich? Ja. Ja, wirklich. Bitte entschuldigen Sie vielmals, Herr Inspektor. Aber mich verdächtigen, hm? Auch der gewiegteste Kriminalist macht manchmal einen Fehler. Aber einen erwische ich immer.